Ein Mensch nimmt pro Jahr 55 Kilogramm Chemikalien zu sich und pro Tag mehr als 10 verschiedene Pestizide. Das sind ganz neue Ausmaße, an die der Körper nicht angepasst ist und sich auch nicht anpassen kann, sondern wir werden krank davon. Daher ist es sehr wichtig, regelmäßig zu entgiften. Wie, das erklärt dir nun Jürgen Amthor. Er ist Heilpraktiker, Ernährungsberater sowie Baubiologe. Mit ihm spricht Dorothee Rund, Biologin, Mind-Body Nutrition Coach und Soundtherapeutin. Neue, spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche bei uns. Abonnier daher unseren Kanal hier und bleibe informiert. Und jetzt viel Spaß bei folgendem Interviewausschnitt. Jetzt das Thema hier so entsäuern, entgiften. Was sind denn da eure besten Maßnahmen oder was würdest du empfehlen? Ja, also wir unterscheiden ja entsäuern und entgiften. Also das sind zwei Kapitel, sage ich mal. Beim Entsäuern ist es halt eben ganz klar über die Ernährung und über Stressabbau. Also das ist eigentlich das beste Mittel, dass man eben sagt, über basische Ernährung, gesunde Ernährung, da gibt es Bücher ohne Ende, möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, sonst sitzen wir heute Abend um 8 Uhr noch. Also man würde können den ganzen Tag hier sitzen, halten ja Seminare. Ja, da haben wir auch noch haben wir noch andere Experten dazu, die das auch noch mal vertiefen, von Also daher. hier eben, wir arbeiten hier mit Mikroorganismen in Kombination mit Bitterkräutern. Das sind Bitterkräuter nach Hildegard von Bingen in Kombination mit Fußbädern. Also das ist so Protobase in Kombination mit Fußbädern, also Mikroorganismen und Bitterkräuter. Man könnte auch anstelle den Fußbädern Chlorella zum Binden der Giftstoffe, der Säure nehmen. Was wir noch machen, haben wir neu entwickelt, eben zur Zellentsäuerung, machen wir das mit einer Basenkur, heißt das. Also das wäre jetzt ein Thema. Entsäuern, entgiften ist natürlich schon ein bisschen, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Also wir entgiften zum Beispiel nie, oder empfehlen nicht zu entgiften, bevor der Darm nicht entgiftet wurde und gereinigt wurde, bevor man basisch ist, bevor eben auch Vitalstoffe, Mineralien passen. Und dann geht man erst ans Entgiften. Da haben wir so verschiedene Kräuterbasis, Bioredox 1 und Bioredox 2. Und das kombinieren wir immer mit Aminosäuren. Wir sehen, dass viele Nebenwirkungen der Entgiftung, wie Kopfschmerzen, schlecht schlafen können, Erschöpfung, ja. schlecht drauf sein und solche Dinge, dass das sehr stark mit Aminosäuren zu tun hat, also Bausteine des Lebens. Deswegen kombinieren wir das immer. Also wir kombinieren immer die Einnahme des Produkts in Kombination mit Aminosäuren, eben über die Ernährung, Amaranth, Quinoa, Hafer. Solche Dinge, oder wir haben auch ein Aminosäurepräparat, das in Kombination. Auch da wieder irgendwas, was bindet. Also da arbeiten wir mit Chlorella und dann die Giftstoffe, die gelöst werden. Wir sprechen hier aber von den Giftstoffen, die im Körper sind, nicht die im Darm, die haben wir ja schon mal weg. Und über die anderen Giftstoffe. Und die lösen wir eben so. Und das kann halt eben auch eine Zeit lang dauern, ist sanft, wirkt aber richtig gut. Also euer Ansatz ist wirklich erstmal den Körper so gut aufzustellen, dass er erstmal gestärkt ist, dass der Darm frei ist und die Vitalstoffe aufgefüllt sind, bevor man da Entsäuert. irgendwie, genau, dass die Ja. Ernährung ordentlich ist, bevor man da jetzt, dass nicht, dass jemand jetzt irgendwie so ein Produkt, Entgiftungsprodukt, was alles auf dem Markt ist, dann kauft und dann nachher Probleme kriegt. Ja. Genau. Also nicht gleich, wenn man denkt, ja, ich muss jetzt sofort Blei, Quecksilber, Arsen, Cadmium, was ist, Pestizide, alles sofort rausbringen, sondern ich muss erstmal meine Hausaufgaben machen. Und also das ist unser Ansatz. Vielleicht denken auch andere anders, aber unser Ansatz ist halt eben der, dass wir sagen, erstmal Hausaufgaben machen und die Dinge, die du genannt hast, eben erstmal im Vorfeld und dann entgiften. Dann funktioniert es auch gut, ohne dass die Leute dann auch abbrechen. Es macht ja keinen Sinn, eine Entgiftungskur zu machen. Nach 2 Wochen brechen die Leute ab, weil die Leber belastet ist und die Leber war gelb. Das hatten wir auch schon, Leute, die zu uns kamen,
weil halt eben der Darm nicht entgiftet war. Das Ganze lief über die Leber und das ist natürlich dann nicht so gut. Da sind wir einfach sehr vorsichtig und das machen wir jetzt schon einige Jahre so und es funktioniert nicht gut. Ja, der hat ja einen schönen sanften Ansatz, ja. Okay, viele kommen auch zu mir zum Beispiel hier mit Allergien, Sensitivitäten, hier Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Was würdest du diesen Leuten empfehlen? Was kann denen gut tun? Ja, der Ansatz ist hier wieder der Darm, also ähnlich wie ich schon geschildert habe, Darmsensitiv und Darmkur. Das sind so, ist so die Basis, wenn kein Histamin vorliegt. Wenn Histamin vorliegt, eben machen wir nur Präbiotik und Darmreinigung, die keine Histaminintoleranz vor, dann immer mit den Mikroorganismen. Also wir haben ja im Laufe der Jahre sind ja die ganzen Produkte entstanden und Lösungen. Wir hatten ja vor 10 Jahren nur ein Produkt, also das war das Protop Antioxidans. Das haben wir für alles eingesetzt und es hat auch immer super gut funktioniert. Also aber jetzt geht es halt, wenn man es genau nimmt, noch einen Schritt, es sind noch einige Schritte, sind wir weitergegangen und es funktioniert eben in der Regel immer gut. Ja, und so begleitend, was können die Menschen auch so als, sagen wir mal, mit Hausmittelchen machen oder mit irgendwelchen Maßnahmen zu Hause? Ja, also bei Allergien. Mhm. Also sie sollten mal in ihr Bad gehen. Also ich habe viele Eltern, die mit ihren, mal als Beispiel, habe Eltern, die mit ihren Kindern kommen und alle möglichen Allergien haben. Also zum einen frage ich immer, ob es eine natürliche Geburt war oder mit Kaiserschnitt und ob die Kinder gestillt worden sind, weil das ist die Basis eben der mikrobiologischen Versorgung. Ja. Und als zweites frage ich dann immer, mit was duscht ihr eure Kinder, mit was wascht ihr die Haare und welche Reinigungsmittel verwendet ihr? Welche Cremes, welche Deos und so weiter. Dann schauen mich die Eltern an, warum. Und man weiß aber, dass sowohl Darm, also gerade der Darm eben und die Haut, ja natürlich extrem belastet werden, gerade durch alle möglichen chemischen Inhaltsstoffe, die eben in Cremes, im Deo, im Reiniger drin sind. Und das sollte man vermeiden. Natürlich eben auch von der Ernährungsseite her, Fast Food weg, Fertignahrung weg, wo eben künstliche Zusatzstoffe drin sind. Das sind so die Maßnahmen. Also jetzt, wir gehen nicht nur her und sagen, jetzt nehmt mal ein Probiotikum und damit wird alles gut, sondern wir schauen auch, was macht das Umfeld, versuchen aufzuklären, Desinfektionsmittel wegzulassen, Alkohole wegzulassen, die in Kosmetika, Haushaltsreiniger drin sind und solche Dinge. Ja, das ist so unser Ansatz. Wieder auch da einfach ganzheitlich. Und manche machen es und die es machen haben Erfolg und manche machen es nicht. Knapp es halt dann nicht. Also da sieht man ja einen hier so einen Ökologe, der guckt da anders drauf. Der sieht eben dieses ganze System. Ja. Sehr schön. Ist ja auch wichtig. Also wir sind ja keine Symptombehandler. Das wollen wir auch nicht sein, sondern wir wollen ja, dadurch, dass wir ja mit unseren Mikroorganismen ja auch in anderen Bereichen tätig sind, die uns ja sehr wichtig sind, ist es eben auch wichtig, hier Aufklärung zu leisten. Also ich halte ja auch Vorträge jetzt übernächste Woche wieder nur über Reiniger, über Haushaltsreiniger. Da sagt der ein oder andere, was ist da so dran an einem Haushaltsreiniger? Aber um einfach aufzuzeigen, wie wichtig das ist. Ja, genau. Lass uns da mal, das interessiert mich nämlich auch total, weil, also ich habe, das hat mir auch erstmal so eingeleuchtet, dass ich dann gelesen habe, ja, man schluckt ja auch, was in den Reinigern so drin ist. Ich meine, klar, es desinfiziert das natürlich gegen die Mikroorganismen, aber man schluckt ja auch den Staub, wo eben Überbleibsel drin sind und das kann dann auch wirklich den Darm direkt, auch wenn es erstmal außerhalb von uns ist, aber im Endeffekt kommt es auch im Darm an. Also erzähl mal, wieso, also genau. Worauf würdest du Wert legen? Und wie ist denn euer Ansatz? Weil der heutige Ansatz ist ja so, alles abtöten, alles sterilisieren, aber ihr habt so einen ganz gegenteiligen Ansatz. Ja, also wir haben den Ansatz der Milieuveränderung. Also das heißt, wir wollen eben nicht sterilisieren, wir wollen nicht abtöten,
sondern wir wollen das Milieu verändern mit aufbauenden Mikroorganismen, die man im Haushalt, mit denen man putzt, mit denen man die Räume aussprüht, die in Zahncreme, in Kosmetik, wir haben Cremes entwickelt, wo das eben alles drin ist, weil wir halt einfach sehen, wie wichtig das eben für den Menschen ist, weil wir nehmen nicht nur oral sehr viel auf, sondern wir nehmen auch über die Haut sehr viel auf. Also es wird sogar gesagt, wir nehmen mehr über die Haut auf als oral. Und deswegen ist es uns hier eben sehr, sehr wichtig, über das Milieu zu arbeiten, über die Milieuveränderung mit guten Mikroorganismen. Wir schaffen das nie, diesen Irrsinn oder diesen Wahnsinn, der uns eingebläut wurde, über die Werbung, über die Medien, wir müssen alles Bakteriologische vernichten. Das funktioniert nicht. Also es gab eine Studie von der TU Graz 2014. Wir haben versucht, den Krankenhauskeim, den MRSA, an dem ja viele Menschen sterben und an dem viele Menschen erkranken, eben mal mit einem anderen Ansatz zu begegnen und haben mit Mikroorganismen geputzt. Zwischen 3 und 4 Wochen. Und haben dann die Keime, die Keime um 89%, die pathogenen Keime um 89% reduziert. Wow. Ja, die habe ich da, kann jeder auch bekommen von mir. Es ist leider nichts passiert. In den Krankenhäusern wird immer noch desinfiziert. Aber man sieht allein über diesen Ansatz, was ich ja schon vor 20 Jahren gesagt habe, denkt doch mal um, ihr könnt in den Krankenhäusern, das wird uns aber, wenn wir so weitermachen mit dem Desinfizieren, wird uns das in den Hotels passieren, das wird uns in den Sportstätten passieren, Sportstudios, das wird uns irgendwann vielleicht auch mal zu Hause passieren, dass wir uns selbst krankmachende Keime wie diesen ganz harmlosen Keim zum Feind machen. Und ja, das funktioniert so nicht, Desinfektion. Das weiß man inzwischen. Also sollte man umdenken. Wenn jetzt die Pharmaindustrie hört, werden die vielleicht jetzt was Probiotisches machen. Aber man sollte umdenken. Und wir haben einen Haushaltsreiniger, der funktioniert da super gut. Wo wir halt da einen anderen Ansatz haben. Das ist genau, also der zweite Aspekt ist aber die Umwelt noch. Also wir haben ja dann, wir bringen ja tausende von Tonnen Chemie über diesen Weg ja in unsere Kläranlagen, in die Flüsse, in die Seen, ins Meer. Alles kommt wieder zu uns zurück, auch da wieder das ganzheitlich zu sehen. Und wir wollen ja, ich möchte ja für meine Enkel, möchte ich ja eine intakte Erde, eine einigermaßen gute Erde zurücklassen, also Mutter Erde, Boden. Und da sollte man auch daran denken. Was schüttet man aus in den Abfluss? Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem Kanal findest du viele weitere spannende Videos. Abonnier doch unseren Kanal, hinterlass auch gerne einen Kommentar und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema, mit uns und unserer Community. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und zu sehen. Mehr Infos und Quellenangaben findest du außerdem in der Infobox. Bis zum nächsten Video. Tschüss!